Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden Assistentin. Mit der kaffeetrinkenden Assistentin. Achso, nicht die kaffeeholende? Das auch. Kaffee trinken, holende, was? Assistentin. Ja. Aber nicht, dass du später wieder unterm Schreibtisch sitzt, ne? Das geht ja nun nicht. Psst. So, da haben wir auch meine Brandweste, die ich haben wollte. Wenigstens noch einmal den S hier absitzen hier. Dann schmeiße ich mich jetzt nach Westdeck. Ja, könnte sein, dass der Respawn schon wieder da ist. Also Zielwasser habe ich heute echt nicht gesoffen. Gut. Hattest du nicht mal gesagt, jeder hat seinen eigenen Respawn? Ja. Aber nicht innerhalb von Westec. Achso. Von außerhalb ja, aber von innerhalb nein. Es könnte deswegen ein bisschen knapp werden. Von der Zeit her. Aber ich hoffe für dich aufs Beste. So viel fehlt mir nicht mehr. So. Keiner mehr hier. Aber ich dachte, du wolltest deine Hauptstory weitermachen. Oder erstmal sicheres Level up, oder wie? Erstmal sicheres Level up. Okay. Ja, also außerhalb müsste es auf jeden Fall wieder da sein. Wenn du von Hunter's Will aus startest. Ja, da sind sie wieder da. Bloß halt innerhalb von Westec, da könntest du ein Problem kriegen. Weil das ist, denke ich mal, doch ein bisschen zeitlich, ein bisschen kurz. Wird man ja sehen, wa? Genau. So. Aber jetzt werde ich erstmal wieder aus der Power-Rüstung raustreten. Und nochmal Score-Punkte erhalten. Yay! Hä? Kaffee wird nicht mein Lieblingsgetränk. Okay. Du hättest ja auch eine Cola nehmen können. Wir müssten noch eine Cola da haben, ne? Das Schlimme ist, es hilft nicht. Stehst? Ja, da ist nicht so viel Koffein drin wie in meinem Kaffee. Ich hol dir ja immer extra das starke Zeug. Ja, ich weiß, dass du mir das starke Zeug holst. Ich mag meinen Kaffee auch stark. So. Mir ist es wurscht, ob du Kaffee trinkst oder nicht. Willst du machen, wie du möchtest. Na, du hast nur immer was dagegen, wenn du ihn mir mal machen musst, ne? Ja, stimmt. Manchmal geht's mir dann auf den Sack, das stimmt. Ich dann frag so, Schatzi, du bist ja gerade in der Küche. Machst du mir einen Kaffee mit? Au. Aber im Endeffekt, auch wenn ich mecker, mache ich's dann trotzdem. Ja. Weil du halt ein nettes Mausi bist. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Wir sind halt zwei Meckerziegen. Ja, definitiv. Definitiv. Und ich hab hier noch nicht den Blei-Respawn drinne. Okay. Warum habe ich den Blei-Respawn hier noch nicht drin? Na gut. Dann ist das halt so. Gut, dann holen wir uns jetzt hier hinten nochmal eine Quest. Hey, da ist Lightwolf.
Nein, wir brauchen keine legendären. Bleib ganz cool. Hm? Ja, weil das schon wieder so aussah, so, oh nein, ich brauch noch Lightwolf, ich brauch noch 3 legendäre Gegner. Nee, deshalb habe ich nicht geguckt. Sondern? Vielleicht, weil ich dich gerne angucke. Ich fühle mich aber so beobachtet, denn. Ist wie Frischfleisch. Okay. Wie nur eine Stange im Poshi und dann über ein Feuer. Über das Feuer dann so hin und her drehen. Also. Nee, ich sterb nicht. Was? Hat 5 Schüsse gegen den Kopf gekriegt und trotzdem wollte er nicht sterben. Das ist mir in letzter Zeit auch öfters gewesen, da, hab ja ein kleines Watzbild, ne? So ein ganz kleines bisschen. Ja. Knopf drücken. Ja, ich weiß, ich muss gerade überlegen, wie ich das sage. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Mob das war, aber es war bei verschiedenen Mobs. Stand ich ein paar Meter vor denen, hat er auf den Kopf gezielt oder sogar auf den Torso. Hatte 95% Wahrscheinlichkeit zu treffen und hab manchmal auch alle 5 Schüsse daneben. Ja, aber ich habe ja auch 5-mal gegen den Kopf getroffen. Schaden ging auch hoch. Bloß er wollte nicht umfallen. Ja, aber meins ist doch auch genauso schlimm. Nicht sogar schlimmer. Dann musst du aber nicht durchziehen, sondern dann musst du kurz aus dem Watz wieder raus und wieder rein. Ja. Bug denn, oder? Mhm. Dann hat er einfach nur einen Misttreffer stand. Ich erschieß dich gleich. Okay. Dann erschieß mich doch. Sieh doch nicht du. Raider. Du unhöflichen. Naja, bevor den Ruf aussaugen, ne? Boah. Oh, wie ich Skorpione hasse, ey. Na, also. Muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich nachher das gekochte Fleisch wieder davon fresse. So, was haben wir noch? Stechflügler. Oh, die sind bei der Farm. Warum porte ich eigentlich? Da hätte ich auch laufen können. Egal. Macht der Gewohnheit. Ja. Ich fresse hier zwischendurch mein Mikro auf, muss ich aufpassen. Nam 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 nam. Hast du Hunger oder was? Nee, ich bin satt. Mhm. Aber isst Mikros, ja, ja. Ich will auch mal gut zu hören sein, ja? Bist du doch die ganze Zeit schon. Das ist doch gut so. Also definitiv deutlich besser als mit dem alten. Bloß das Problem bei dir ist, du setzt dich manchmal halt immer ein bisschen anders hin. Und dementsprechend klingst du auch jedes Mal anders. Ja, ist halt nach einer Zeit unbequem. Ja, und dann klingst du halt auch von Aufnahme zu Aufnahme klingst du anders, also. Ich bin wandelbar. Ja, mal bist du auch dann zu laut, dann bist du wieder zu leise, muss ich wieder mal extern nochmal runterpegeln, raufpegeln. Ach hier. Ich wollte gerade fragen, wo sind denn meine Stechflügler, aber ihr Finst. So, gab sogar nochmal Stechflügelfleisch. So, Supermutant. Nee, komm, den brauche ich jetzt nicht so jagen. Was habe ich sonst noch über? Barclay Springs und Boomer. Hat immer noch keiner die Befreierhorde von uns gemacht? Nein, gehe ich mal. Ich hätte darauf keinen Bock. Auf Befreier? Die zählten da drunter bei den Misserfolgen. Wieso Misserfolgen? Naja, die stehen paar Meter vor mir, 95% Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und piu, piu, daneben, piu, daneben, piu. Und das kommt dann, man sich verarscht vor. Und das dann als Sniper, ne? Ja. Ja, ja. Aber ich muss noch mal gucken. Ja, ich habe noch den Reparaturen-Genie drin. Vom Baurüstung reparieren.
schleichen wir uns mal heimlich an. Oh, jetzt kommen sie aber alle raus hier. Also bei mir ging's jetzt. Schnell looten. Ah, lass mich. Mann, lass mich looten. Ja, denn ich. So, Mutantentöters Powerfaust. Okay. Passt. So, dann kann ich eigentlich auch hier gleich nach Barclay hoch. Meine Spielzeit abholen. Ab und zu nehme ich die verbrannt mit so 2-3 Schüssen auseinander und ab und zu nicht mal mit einem. Irgendwas stimmt hier heute nicht. Nein, gehen wir mal erstmal nach Chloe. Will meine Spielzeit haben. Und einen Supermutanten. Vielleicht kann ich dir sagen, ob der Stack für mich wieder da ist. Okay. Du darfst nie wieder alles. Ja, gib mir meine Spielzeit. Da ich nun bestätigen. Ja, du kannst bestätigen. Jetzt lauf los. Und das war ein Schlingerinnerein und Mylurk hatte ich schon. Ich hoffe, ich kriege oben nochmal die Angler. Das wäre ganz cool. Ansonsten habe ich Problem. Sind für mich wieder da. Cool. Ah, Angler sind auch gerade respawned. Das habe ich sogar gesehen. Mal öfters getroffen, dann wäre es auch umgefallen. So, Anglerfleisch. Und das schwimmt da. Nochmal Anglerfleisch. Dann brauchen wir noch Schlinger. Die Mulche der Natur. So, Mulchi 1 habe ich. Na, hier geblieben. Lass dich looten. So. Ach da. Ja, der ist auch gut in der Luft auseinandergeflogen. Nicht da. Das nichts gehört. Nichts gesehen. Hä? Wo ist er hin? Da. Okay. Und noch Multi Nummer 0. 0 positiv hier. Komm runter. Alles mitgenommen. Dann einmal wieder zurück. Für die Schule haben wir jetzt Fleisch gesammelt. Und dann passt das. Ah, meine Muni geht aber auch irgendwie nicht runter. Ich spiele jetzt schon die ganze Zeit 38er und 45er, aber die wird nicht weniger, wird auch nicht mehr. Die findet man auch sehr häufig.
Ja, klar findet man die hier sehr häufig, aber ich spiele jetzt die Gewehre ja jetzt auch immer nebenbei immer öfters mal. Aber irgendwie wollen die nicht leer werden. Was sehr, sehr merkwürdig ist. Herren, so schnell zurück? Mist, ich meine magnifik. Schön, dich wiederzusehen, Leslie. Geh doch in dein Zimmer und spiel ein bisschen. Miss Chloe braucht ein wenig Ruhe. Vielleicht wäre ein Nickerchen gut. Also, lauf schon. Jetzt überlädt sie mich mit ihren Quest-Items. Ich dachte, ich kann gleich weiterporten. Verdammt. Achso, wegen der Mini-Atombombe. Definitiv wegen der Mini-Atombombe. Nicht wegen was anderem. So, dann machen wir hier uns einmal kurz wieder ein bisschen Entrümpeli. Ah, jetzt habe ich den Stachel wieder kaputt gemacht. Ich brauche doch wieder neue Stachel. So. Dann gehen wir mal zu Boomer. Das heißt, hoffentlich wieder Supermutanten kloppen. Oben beim Damm. Ah, ich nehme mich auch gleich den Supermutanten mit in der Quest fertig. Das passt. Seien Sie als die. So, wo sind die Bomben? Wunderbar. Und die Bomben sind. Ah, oben an der Fabrik. Ja, da sind auch immer verbrannte, sag ich schon. Supermutanten. So, dann geben wir mal Gas. Hemlock Holes, Tilts Grill. Habe ich heute nicht so Lust drauf. Ich habe eigentlich heute relativ viele Rehe zwar umgebracht, aber ich habe die alle in Fleisch verwandelt zum Fressen. Oh, wir haben sogar volle 5 Bomben. Na denn. Schleichen wir uns mal an. Wobei, da werde ich die 45er brauchen. Ah, du sterben. Ich sterben? Okay. So, Supermutanten haben wir auch. Fehlt eigentlich nur noch das Bombenentschärfing. Okay. Trägersprengstoff. Da haut wieder was nicht hin. Das schon eher. Hier. Mensch, die haben aber auch heute wieder Hundefutterdosen dabei, ne? So, die anderen. Ich hab von dir auch schon immer welche gekauft. Jo. Muss Mogwai mal wieder mitmachen. Du wirst sie wieder los. Bämpchen. Blöde Geräusche. Ich mach keine Geräusche, ich bin ganz leise und sacht. So. Nächste Bombe. Alle Herbs. Eine Bombe. Und die letzte da hinten. Wunderbar. Dann komm, nur weil ich es kann, mache ich jetzt noch die restlichen Supermutanten hier weg.
Müssten, glaube ich, nur noch zwei oben sein. Ups. Ne. Ups. Jawohl. In einem durchgeschafft. Super Mutantis. Natürlich geht mir jetzt mitten im Kampf die Waffe weg. Pieks, 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 pieks. Doch. So, Munifabrik haben wir auch, aber einnehmen werde ich sie nicht. Was ist eigentlich hier? Achso. Töte. Immer dieses Töten. Haben noch nicht mal ein richtiges Event hier, ne? Nur Lightwolf. Aber Lightwolf ist doch ein Dings-Event. Ja, aber ein richtiges Event meine ich Ausrufezeichen. Ach so. Ein Ausrufezeichen-Event. So ein kleines wenigstens. Nochmal ein bisschen... Stimmt, ich wollte noch in den Gold Vault. Jetzt wollte ich die nächste Quest hier schon anfangen. Nein, ich muss ja nochmal in den Vault. Weil ich merke mir nie, was das ganze Zeug immer kostet, was ich brauche. Aber ich wollte ja kaufen gehen. Und einen müsste ich ja mindestens kaufen können. Ja, jetzt nochmal kurz vorher... Nochmal zur Sicherheit gehen. T65. Weil ich hatte jetzt nur vorgefertigt. Ja, die Beine. Und die Beine hatten auch schon kalibriert. Das heißt, ich brauche ja jetzt noch Brust und Arme. Rechts und links. Na, mach die Tür auf. Der wollte nicht so. Nicht so, wie ich wollte. Achte nicht auf die anderen. So, dann wollen wir mit gucken. Leuten können die nicht so gut. Agenten befolgen Regeln. Scheinbar hat Cole das vergessen. Wir nennen ihn nicht umsonst Slick. Der Arm kostet 1000. Siehst du, das war doch ein bisschen relativ teuer. Secret, 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 Solar. Was haben wir hier? Tee. Eigentlich ist es ja wurscht, was ich erstmal draufpack. Agent Stern hätte kein Kind bekommen sollen. Das gehört eine echte Nervensäge. Aber wir nennen sie einfach nur Peter. Okay, der Helm ist mit am teuersten sogar. 1650. Na gut, dann einmal den Helm schon mal kaufen. Dann bin ich blank. Blank gezogen. Aber den können wir dann noch draufpacken wenigstens. Den lieben Helm. So. Willkommen zu Haus. Glück allein. Trautes Heim. So, einmal Bastelwerkbank hier. Hoppala. Reichtum ist die gierige Maske. Stopp, ich brauche noch den, immer noch den Bauplan lernen. Da war ja was. Notizen. Da. Jetzt können wir ihn auch. So, dann machen wir hier T65 den Helm. Stufe 50. Okay, dann haben wir jetzt offiziell auch Helmchen. Ja. Wird noch ewig dauern. Also 1500 jetzt nochmal für die Brust. Und 1000 für den rechten. Oder war das jetzt nur für einen Arm? Und du kriegst beide? Na, mal gucken. Ich glaube aber, das waren dann mal 1000 pro Arm. Das wird noch eine Weile dauern.
Und Mods fehlen ja auch noch. Aber dann können wir sie ja bald irgendwann mal einsetzen. Hoffe ich mal. Aber machen wir jetzt erstmal Brust als nächstes ersparen. Ich hoffe, das klappt demnächst auch wieder mit dem lieben Kronkorken in Gold umtauschen. Dann würde das auch ein bisschen schneller gehen. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier einen Finally Cut. Und wir sehen uns dann in einer neuen Aufnahmesession. Hoffentlich schon bald wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann. Wiedersehen.